Boom, Leute. Mein Name ist I'm Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Deutschen. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht. Ich war erst so, sollen wir das wirklich drehen? Weil, ne, am Ende des Tages sind wir alle irgendwo deutsch. Also, wenn jetzt meine Eltern beispielsweise aus dem Ausland kommen, aber ich bin hier geboren, würde ich jetzt auch sagen, dass wir Deutsche sind, alle, die hier leben. Aber wir haben jetzt für uns gesagt, es geht um eine Person, dessen Eltern auch deutsch sind. Das heißt, ja, da haben wir so für uns ein bisschen differenziert. Ist eine sehr, sehr lustige Folge geworden und ja, haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wir haben natürlich absolut mit Klischees und allem drum und dran gearbeitet, aber ja, das ist ja auch irgendwo Sinn der Sache und ist auch ein bisschen lustig, deswegen seid da nicht zu streng in den Kommentaren. Ansonsten, wie ihr seht, Outfit wieder mal komplett von Side Jeans aus der neuen Kollektion, die am 4.6. um 18 Uhr released wird, also absolut crazy. Es wird eine riesige Männerkollektion und eine riesige Frauenkollektion geben, es ist richtig, richtig krass geworden, deswegen checkt das unbedingt ab. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir schnacken auch gar nicht mehr groß rum, sondern bitten unsere Special Guest, einmal bitte rein. Oh mein Gott! Sexy so aus. Oh mein Gott. Das ist mein Servus, Bruder. Bruder. Boah, Abi. Servus. Was ist denn für eine Jacke, haben wir sie gegeben? Heftige Jacke, ja? Aber ich glaube, Abdi muss sich etwas weiter hier hinsetzen wegen der Jacke. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Represent. Willst du dich vielleicht hier hinsetzen? Boah, ich bin aufgestiegen. Ich bin aufgestiegen. Boah, Digga. Hier, Bruder. Was hast du gemacht? Die Chris bleibt da hinten, ja? Ja, Chris muss leider dahin, weil also Outfit stimmt bei dir heute nicht sogar. Outfit stimmt nicht. Pass auf. Boah, Bruder, haut nein, Bruder. Okay, okay. Statement. Okay, okay. Trotzdem darf ich hier sitzen bleiben. Ihr seid die Besten. Wir sind Litfaßsäulen, du. Natürlich, Bruder, ey, wir sind mit Support, weißt du? So, wenn Bruder, man mit Herd holt, dann qualitativ hochwertig bei Side Jeans. Amen. Ja, war gut, oder? Stark, der war stark, stabil. Der war sehr gut. Das war ehrlich ein Slogan. Das war ein Slogan. Das war ein Slogan. Ey, Jungs, wir drehen heute was ganz Besonderes, nämlich erkenne den Deutschen. Yo, Baba. Ja. Stark. Deswegen, yes. Wir haben so alle Nationalitäten oder so alle Bereiche haben wir heute dabei, weißt du? Genau. Ja. Genau. Wir haben einmal Afrika. Mhm. Wir haben einmal so den Süden. Und wir haben Kolonisator. Ich habe ja schon so. Ey, das müssen wir so hart rausschneiden. Nein, nein, lass uns drehen! Lass uns drehen! Einfach Chris Tess wieder heute am Start. Yes! Sind Sie aufgeregt? Ja, ein bisschen, ne? Ja? Ja, ich will gewinnen, auf jeden ich Fall. Auch. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ganz wichtig, denk dran, check die Jungs bitte ab. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung drin. Twitch. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir auch gar nicht was rum, sondern bitten unsere Teilnehmer. Crazy. Erster Eindruck? Boah, dunkel, ja? Ja. Sehr dunkel auf jeden Fall. Deutsche sind auch sehr oft groß. Ja. Meinst du er? Aber die Arme sind afrikanisch. Afrikanisch? Afrikanische lange Arme. Kevin Durant Arme. Dünne Arme. Das kann auch afrikanisch sein, Bro. Ich bin so gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt. Okay, dann kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Ja,
Ja, grüßt euch. Ich bin Max, bin 26 und ich bin der Deutsche. Dieses grüßt euch war ein bisschen too much. Grüßt, ja, viel, wollte ja direkt wegkippen. Ja, Max, erzähl mal, warum bist du so groß, ja? Ja, meine Eltern sind auch beide groß, ja. Mutter groß, Vater groß. Woher kommen deine Eltern? Sachsen-Anhalt, aus Halle. Aus Halle? Halle an der Saale? Ja. Dann red mal mit deinem Dialekt bitte. Den Ossi-Dialekt. Ich habe zwei Freunde aus Halle an der Saale, jetzt red mal so. Ja, was soll ich denn sagen, ja? Hä, keine Ahnung. Erzähl mir ein bisschen, wie deine Anreise war und so auf Ossi. Ja, ziemlich entspannt eigentlich. 2,5 Stunden sind wir Autobahn gefahren, bisschen Stau gehabt, aber ansonsten ging's. Aber am Anfang war der Akzent war davor nicht da. Bruder, er hat gerade gesagt, was soll ich denn sagen? Auf einmal wieder normal. Deswegen, jetzt war der Akzent, aber bei Grüßt euch und so war der nicht dabei. Er versucht halt trotzdem, sich normal aus dem Dialekt nicht mit dem zu reden. Warum switchst du? Switch nicht, hör auf damit. Bei dem einen Kollegen ist so. Also kann ich nur aus der Erfahrung sagen, er kann das absolut sprechen, so wie in Halle. Aber er spricht mit mir Hochdeutsch, aber wenn man ihn so forst, dann kommt es raus. Okay. Aber er ist irgendwie sass trotzdem, finde ich. Ja. Und du bist pur Deutsch? Rein Deutsch? Ja, ja. Was für Bier trinkt man bei euch in Sachsen-Anhalt? Boah. Urkrößnitzer. Was? Urkrößnitzer. Bitte Besserung. Nochmal? Mixery. Das ist so Cola-Bier. Mixery, dieses Tankstellenbier in bunten Farben. Trinkt man das da, Chris? Chris haut auch was Mixery drauf. Kannst du überall kaufen. Das ist so dieses... ja, Mixery halt schon, gemischt mit irgendwas, mit Cola, mit Limette oder so. Das ist ja kein richtiges Bier. Achso, aber das ist so das, wo du vorhin meintest, das trinken eigentlich Pussys. Oder? War das das? Nein. Aber du hast doch vorhin gesagt, wenn man Bier mit irgendwas mischt, dann ist das... Nein, das ist so bei richtigen Deutschen. Je weiter du von der Großstadt weggehst, aber er kommt jetzt Halle an der Saale, ist gar nicht so klein, aber je mehr du in so ein kleineres Dorf kommst, dann trinkst du eigentlich dein Bier so, was lokal irgendwie ist, hast du dein gutes Bier, aber wenn du dann Limo reinmischst oder Wasser oder so, machst du einen Radler draus, dann ist es nicht so gut angesehen. Ach, Radler ist der Mix. Radler ist der Mix, ja genau, so, mit Limo. Ach so, ich dachte, Radler wär eine Marke. Da gibt's Marke. Immer, nein, Radler ist keine Bier. Marke. Was weiß ich, ja, jeder Bierhersteller hat halt so seinen Radler, seinen eigenen... Oder viele halt. Okay. Die mischen das einfach mit Limo. Da ist eine Zitrone verstehe, drauf. Verstehe. Ich dachte mal, Radler wäre eine Marke. Ja, nee, dachte ich auch. Aber dann diese ganzen Urdeutschen, weißt du, so halber Bart, so grau, dickbäuchig oder so ein Urdeutscher halt. Mhm. Wenn du im Lokal sitzt, der verurteilt dich dafür, wenn du Radler trinkst. Okay. Der hasst dich dafür. Das kriegst du auch nicht mehr wieder. Jetzt haben wir jetzt den vorweggenommen. Eigentlich wäre es eine gute Frage. Ja, ich weiß, aber ja. Jetzt egal. Ja, jetzt egal. Haben wir eine neue Frage? Haben wir eine neue. Max. Machst du Sport, Max? Nee, nicht mehr. Was hast du gemacht? Fußball, Volleyball. Volleyball sehe ich, die Arme. Volleyball glaube ich ihm auch. Basketball glaube ich ihm auch. Basketball hat er nicht gesagt. Ich weiß, aber würde ich ihm glauben. Würde ich ihm auch glauben, ja. Wie groß bist du? 2 Meter. Er steht auf dem Ausweis. Ja, der kommt schon hin. Der ist ungefähr so groß wie ich. Ja. Kommt schon hin, Digga. Ja. Okay, dann dank dir, Max. Machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ich bin Marvin Braun. Ich komme aus Berlin. Ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne in Charlottenburg und wurde jetzt hergerufen, weil ein Deutscher gebraucht wurde. Genau. Genau. Und wie alt bist du, Bruder? Ich bin 19. Sag Walla. Walla. Das war nicht deutsch. Nein, war nicht Walla. Ja. Das erinnert mich an, das hast du auch mal in der Jury gesagt, und zwar, wenn man sich mit seinem Vor- und Nachnamen vorstellt, ist es meistens ein bisschen sass, ne? Du hast gesagt Martin Rau oder was? Nein, Marvin Braun. Marvin Braun. So hart nicht deutsch. Absolut nicht. So hart nicht deutsch. Marvin Braun. Sag du mal Walla. Walla. Die Sache ist, kam aus dem Affekt gerade bei ihm. Ja, aber zu meiner Verteidigung, in Berlin ist so halt, ne? Man wächst mit 4 Kennex auf so. Oha, er sagt Kennex. Bro, raus. Das ist gefährlich. Ich weiß, das ist gefährlich. Ich will mich nicht in eine Kategorie schieben, aber ich bin halt nicht einer von den Deutschen, die jetzt das schwer haben in Berlin. Was ist deine Proposition? Frag den Geier. Oh, frag den Geier, sagt er. Frag den Geier. Der hat es ein bisschen dreist. Das würde auch kein Deutscher droppen, glaube ich. Nee, das ist wieder zu viel. Was hast du zuletzt, was war dein letztes Weihnachtsgeschenk, Marvin Braun? Mein letztes Weihnachtsgeschenk war den Pullover, den ich anhab. Nur das? Nee, klar. Nee, du bist nicht deutsch. Auf keinen Fall bist du deutsch. Du bist noch ein kleines Kind. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine kleine Schwester. Der ist Marie Braun. Marvin und Marie. Ist das so unüblich, dass man deutsche Namen hört? Oder? Nee, aber es ist ein bisschen unüblich, dass man seinen Nachnamen erwähnt, weißt du? Ja klar, ich wollte auch den Deutschen hören, aber ich muss verweisen, dass ich der Deutsche bin. Okay, wo kommt deine Mom her? Meine Mutter ist auch in Berlin geboren. Okay, und dein Dad? Auch in Berlin geboren. Und ursprünglich? Ursprünglich aus Deutschland. Deutschland? Aus Deutschland? Deutschland, ey. Das war ein bisschen... Marvin! War ein bisschen unsauber. Das hatten wir. Deutschland. Das ist immer dieses Verschlucken. Der ist Türke. Die wollen das. Ja, sowas. Okay. Kreuzberg. Dann dank dir erstmal Marvin Braun und dann machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. Hi, ich bin der Alex. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Paderborn. Ich bin Deutscher. Deutscher bist du, Bruder, Alex. Bruder, der hat mich. Der ist schwarz, Bruder. Der hat mich. Nein, der ist nicht schwarz, Bruder.
Der ist Asiate, Bruder, ja? Asiate, warum? Guck mal an seinen Schuhe, siehst du das? Was der ist doch ein Tänzer, Bruder. Asiaten tanzen? Natürlich, bist du verrückt? Weißt du, wie die abgehen? Was? Natürlich! Ist mir auch gerade Woher kommt das jetzt? Warum sagt er natürlich? Woher kommt das Asiaten jetzt? Können auch tanzen. Ja, ja natürlich, Bruder, aber. Ist typisch. Aber es ist jetzt nicht typisch, würde ich sagen. Bruder, ich sehe keinen Asiaten und sage, er kann tanzen. Doch, Bruder, wenn du so in so eine Tanzgruppe gehst, gell? Du siehst viel mehr Asiaten dort, Bruder. Stimmt das? Die lieben das, Das ja? weiß ich nicht. Ich bin kein Asiate. Ich tanze auch nicht. Guck mal, rede einfach nur ein bisschen. Ich sag sogar, aus welchem Land du kommst. Ja. Du bist Vietnamese. Ja. Boah, guck mal, Bruder, ja? Ich glaube, der ist schwarz. Schwarz? Also ich dachte am Anfang, wer weiß. Aber als der Vietnamese gesagt hat, Bruder, er konnte sich nicht halten. Kurz gestoppt, ne? Oder wenn du da wärst und drin. Jemand sagt zu dir, du bist Vietnamese, bist du nicht da? doch. Ja. Schwierig. Was sind deine Hobbys? Ich spiele Fußball, also im Verein spiele ich Fußball und sonst spiele ich viel Tischtennis oder auch Volleyball in der Freizeit. Asiaten spielen doch viel Tischtennis, oder? Asiaten lieben Tischtennis. Ja, gell? Ja. Weiß ich nicht. Ja, viele Asiaten spielen Tischtennis. Viele Asiaten sind auch gut dort. Ja. Wie stylst du deine Haare? Oh, zurzeit lasse ich lang wachsen, weil ich mache mir ein Mullet. Ich rasiere nur hier ein bisschen die Seiten. Hinten lasse ich gerade lang wachsen und oben halt auch. Interessanter Haarschnitt. Also ich glaube, würde Asiate sowas machen? Ja. Ja? Ja. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Was benutzt du zum Stylen für deine Haare? Ich komme aus der Dusche. Also wenn ich jetzt frisch beim Friseur war, seit dem Kontostand, dann... Produkte. Nee, keine Produkte. Ich mache einfach Head and Shoulders unter der Dusche, dann komme ich raus. Ich habe von Natur aus so ein bisschen lockigere Haare und dann... Du benutzt nichts für deine Haare? Nein, nix. Digga, der ist raus. Der ist schwarz und wusste jetzt nicht, welche Produkte er erwähnen soll, weil er nur Kantu kennt. Er sagt, er ist Asiate, nein, okay? Asiate. Ich glaube, er ist schwarz. Ich glaube, der ist schwarz. Krass. Oh, Leute, krass. Ich weiß nicht. Was sagst du, Chris? Eigentlich hat er mich beschrieben, Head and Shoulders. Ich schwöre dir bei Gott, nicht mich. Wenn ich dich frage, was benutzt du für deine Haare? So, also, du würdest doch... Einfach nur Shampoo machen. Wenn du die stylst? Shampoo, nichts, kein Haarspray, kein gar nichts. Bruder. Könntest du jetzt ein Produkt nennen? Got2B oder so? Keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist das Ding, Bruder. Ich weiß es wirklich Bruder, nicht. Ja. Das ist das Ding, Bruder. Nutzt du gar nichts? Also gar nichts. Got2B. Hast du meine Haare früher mal gesehen? Nee. Okay, warte kurz. Aber das kann ich nicht zeigen. Ich zeig's dir nur privat. Schnell. Aber Bruder, das ist das Ding. Das ist wichtig, dass wir ihn haben. Er ist unsere Schablone. Ja, das ist... Wow. Er ist unsere Schablone. Ach du Scheiße, Digga. Zeig ihm. Wow, okay. Wow. Ach du Scheiße, ja? Digga, scheiße. Kannst du es in die Kamera? Ja, jetzt zu spät. Okay. Kannst du fokussieren? Ja. Bruder, das ist absolut Katastrophe. Wie alt warst du da? Älter als du jetzt? Nein, Spaß. 12 oder so. Was haben deine Eltern im Fernseher geguckt? Ich habe früher immer, mit meinem Vater immer alles, was zählt, geguckt. Und mit deinem Vater? Dann kam, wie heißt das, diese andere Deutsche. Ich finde es gerade sehr komisch, dass er so auf Deutsch Deutsche. Deutsches Fernsehen, diese andere Deutsche Serie. Ja, Bro, das ist ein bisschen... Diese ein bisschen andere Deutsche Serie, weißt du? Leute, wir sind stark. Raus. Wir sind stark. Du bist Asiate. Du bist Asiate. Seid ihr alle mit dem Boot jetzt? Ich bin bei Asiatisch. Okay, perfekt, korrekt. Mag ich. Du auch noch oder immer noch? Erst bei Schwarz, glaube ich noch. Halb Asiat, halb Schwarz, sag ich. Okay. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem hinten rechts einmal weiter. Moin, ich bin Luis, bin 19 Jahre alt und komme aus Bremen. Krank. Du bist Türke. Er ist Türke. Er ist auf jeden Fall, er ist Türke. Kein Akzent irgendwie. Türke, Araber oder Marokko. Wie läuft die Schule, Bro? Ich arbeite. Was arbeitest du? Als Verkäufer bei Lidl. Schaffst du diese Mic auch mit einer Hand zu tragen oder musst du zwei nehmen? Ich bin eher schüchtern, würde ich sagen. Alles gut, Bro. Mach gechillt. Darum versuche ich ja mit dir erstmal ein cooles Gespräch zu führen. Verkäufer bei Lidl, okay, nice, ja? Du bist aus Bremen, ne? Genau. Stadtmusikanten sind bekannt, ne? Ja. Was noch? Was ist noch krass bei uns in Bremen? Was ist krass? Worauf sind Bremer stolz? Deutsche Bremer, Deutsche. Werder Bremen, ne? Nein, boah, der Weihnachtsmarkt. Er kennt den Weihnachtsmarkt. Deutsche Bremer sind stolz auf den Weihnachtsmarkt. Kurde. Er ist auf jeden Fall was bedeutet, deutsch. Was bedeutet 4-7? Wie bitte? 4-7? Sagt dir das was? Ja. Was? Ich glaube, irgendwo in der Türkei, ne? Guck mal, er ist Kurde. Er ist auf jeden Fall nicht... Welcher Deutsche weiß, was 4-7 ist? Hat er gesagt, was? Aus meiner Schule gibt es halt Türken, Araber und... Das dürftest du nicht beantworten. Das dürftest du nicht beantworten. Ja, ich soll ja Wahrheit sagen, ne? Was ist es denn? Ich hab's noch nie gehört. Das wäre die Antwort. Guck, genau das ist die Antwort. Ich hab's so nie gehört, müsstest du sagen. Ich hab's wirklich nicht... Wenn ich dich jetzt fragen würde, 4-7 oder 6-2... Keine Ahnung, Mann. Guck, das ist eine deutsche Antwort. Das ist eine deutsche Antwort. Das ist eine deutsche Antwort, aber nicht irgendwas in der Türkei. Oh, Bruder, das Exposen. Kommt drauf an, wo er aufgewachsen ist, ne? Also ich bin halt
Bei mir gibt es halt sehr viele Ausländer und von daher weiß ich das halt so. Wer hast du nochmal mit Nachnamen? Weber. Absolut nicht. Leber? Weber. Ich kenne ein paar Weber. Weber ist ja so ein Standardname. Ich kenne viele Weber, aber das ist kein Weber. Er dachte, ein Weber heißen. Das ist absolut kein Weber. Wer ist deine Mutter? Sagt er. Wer ist deine Mutter? Maria. Und dein Vater? Wolfgang. Und deine Oma? Petra, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Petra, du kennst deine Oma keine nicht. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Also du hättest entweder sagen sollen, keine Ahnung, oder du sagst einfach. Wie heißt deine Oma? Petra? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Petra oder so, Bruder. Du hast diese Petra. Lass sie heißen, wie sie will, ich kenne die nicht. Nee, lass diese Petra. Er sucht irgendeinen deutschen Namen schnell, drop den einfach raus. Petra, keine Ahnung. Also, meine Oma ist schon seit langem tot. Seitdem ich geboren wurde, ist sie schon nicht mehr da. Aber warum hast du dann Petra gesagt? Ich weiß nicht, ich kenne die Namen nicht. Hä? Aber dann droppst du einfach irgendeinen Namen? Ich habe ja auch irgendeinen Namen gesagt. Das macht gar keinen Sinn, Bruder. Der ist das macht gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Schmeiß ihn jetzt raus, Bruder. Was habt ihr an Weihnachten gegessen? Bratwurst, Kartoffelsalat. Bratwurst? Hab ich auch noch nie gehört. So Wiener Würstchen oder so? Kartoffelsalat, das hätte ich ja, noch gelten lassen. Bratwurst. Aber Bratwurst? Bratwurst. Nee, Bratwurst ist... Bro. Nee, Bro. Du hast auf jeden Fall nicht die Hausaufgaben gemacht. Er ist 100% Kurde. Ja. 100%. Dann dank dir erstmal, Luis, und dann machen wir erstmal mit dem Nächsten in der Mitte, bitte. Weiter. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme tatsächlich hier aus Wunsdorf. Boah, dieses tatsächlich schon wieder. Das ist wieder so ein Ding, wo warum ich sage, tatsächlich? Es ist tatsächlich nicht. Ja, aber warum sagt man das? Weil jeder Lügner immer tatsächlich sagt. Warum hast du tatsächlich gesagt? Warum willst du uns verwirren? Wir sind ja hier in der Nähe von Wunsdorf, deswegen habe ich tatsächlich gesagt. Er ist Asiat. Verstehst du? Ja. Der ist hart. Der ist es. Auch von der Körper. Auch von der Größe. Ja, von der Größe her, so von der Statur würde ich asiatisch auch sagen. Ja. Und bist du aus Vietnam oder wie? Also meine beiden Eltern kommen aus Deutschland. Aber deine Tante ist aus Vietnam. Nee, das ist gar nichts aus Vietnam. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 21. Was machst du? Ich studiere dual Wirtschaftsingenieurwesen. Oh, in welchem Semester? Absolut asiatisch. Bruder. Sehr, sehr asiatisch. Absolut, deine Lippen waren das Wirtschaftsingenieur. Box. Und in welchem Semester? Ich bin gerade im dritten Semester. Der ist gleich fertig mit 21 als Asiat. Nein, ich bin im dritten Semester. bist du gläubig? Nee, ich bin tatsächlich Atheist. Feiert ihr Weihnachten? Ja. Aber ich dachte, du bist Atheist. Ihr seid doch Atheist. Ja, aber also meine Eltern sind Atheisten. Aber meine Tante zum Beispiel und meine Großeltern, die sind nicht Atheisten. Und weil Weihnachten ja auch das Fest der Familie ist, kommen wir trotzdem zusammen und feiern quasi mit ihnen zusammen Weihnachten. Wie heißen deine Großeltern? Also meine Oma heißt Birgit und mein Opa ist André. Und deine Tante? Meine Tante ist Tante Marlies. Und deine Eltern? Meine Eltern. Meine Mama ist Katharina. Und mein Dad ist Thomas. Das bricht ihm nachher noch das Genick, wenn wir ihn nochmal fragen. Ja. Merkt ihr? Und dein Cousin? Mein Cousin, Florian. Er beantwortet einfach alles, das hat er bestimmt gar nicht, aber er sagt irgendwelche Namen jetzt. Wie viele Cousins hast du? Einen. Und wie viele Cousinen? Julia, eine Cousine. Okay. Und wie ist dein Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer? Ja. Herr Brandt war das. Und dein Sportlehrer? Herr Schütze. Mit Vornamen? Nico war das, glaube ich. Ist wie so ein Namensgenerator, du drückst drauf, ich spuck Namen und aus. Und jetzt nochmal deine Mutter und dein Vater. Meine Mutter ist Katharina. Und mein Dad ist Thomas. Wer war Cousine? Cousine ist Julia. Der ist gut. Der ist schon sehr gut. Asiate, Bruder. Wie heißt du nochmal mit Nachnamen? Ich bin Jonas Burkhardt. Okay, dann dank dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem Letzten bitte weiter. Hallo, ich bin der Maxim. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Hildesheim. Warum lachst du, Nahim? Ja? Was passiert, Nahim? Teil uns mit, was du fühlst. Warum lachst du? Warum lacht er denn? Ich verstehe nicht, was ist denn hier los? Oder wie kann der so übertreiben? Brille, meinst du? Boah, stimmt, warum? Warum? Hä? Ich trage die Brille nur so, weil die drunter immer beschlagen war. Und deswegen. Na, alles gut. Trotzdem fragen, ja, weil, keine Ahnung. Warum zieht er sie überhaupt so auf? Komisch. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hätte ich effektiv dazu entschieden, jetzt so diese Brille anzuziehen. Aber egal, wir sollten uns, glaube ich, nicht so arg da. Wie heißt aufregen. Du? Wie heißt du nochmal? Ich heiße Maxim. Was machen deine Eltern, Maxim? Meine Mutter ist Bürokauffrau bei einer beim Reisebüro. Und mein Vater ist, als ich 5 war, abgehauen. Boah, ey, nein, ich glaube ihm, ja? Warum? Ich weiß nicht, der erzählt das so. Er gibt mir auch einen Vibe, er gibt mir einen deutschen Vibe. Von ja, real. Ich find ihn auch authentisch irgendwie. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys, ich spiele sehr gerne Tischtennis im Verein bei MTV Hildesheim. Okay, es gibt bei den Tischtennisschlägern verschiedene Modelle. Okay. Sag mir mal 2 oder 3 Modelle von Tischtennisschlägern. Es gibt eine, der auf der einen Seite Punkte hat, das ist besser zum Wie heißen die Modelle? Ja.
keine Ahnung. Es gibt auch eine Wertung bei Tischtennisschlägern. Wie werden die gewertet? Mit welchem Maß? Sowas habe ich noch nie gehört. Weißt du nicht, dann spielst du nicht Tischtennis mit Sternen. Dann spielst du nicht Tischtennis, Bro. Dann spielst kein Tischtennis. In welcher Liga spielst du denn? Ich spiele einfach ganz normal als Hobby. Sag einfach, du hast noch nie da gespielt. Du hast noch nie Tischtennis gespielt. Du hast noch nie gespielt. Doch, doch. Aber er hat wirklich bei der Schlägersache, da hat er keine Ahnung. Und das muss man wissen. Eigentlich als Tischtennis, schon, wenn man, wie lange hast du das schon gemacht? Ich bin jetzt vor kurzem drin, seit 2 Jahren. Ja, dann musst du es eigentlich, weißt du da mehr. Das weißt du kriegst ja zwangsläufig das irgendwie mit. So, so, natürlich. Aber man muss sich doch auch den Schläger und so besorgen. Genau. Man macht sich doch dann schlau, ey, was kaufe ich mir überhaupt? Safe, oder? Und da ist, Bruder, da sind Sterne drauf. 5 Sterne warst du, krass. Ja, ja, genau. Also Maxim, schwierig. Wirklich. Also die Schläger, die wir dort spielen, die kriegen wir alle von unserem Trainer. Maxim, bist du behaart? Also im Gesicht recht wenig, weil ich habe... Also mein Onkel hat auch zum Beispiel gar keinen Bart. Dein Onkel? Onkel, genau. Wie heißt dein Onkel? Mein Onkel heißt Tim. Dein Onkel heißt Tim? Boah, Maxim, Digga, Alter. Machst mir eher den Eindruck auf richtig behaarte Oberschenkel, ja? Dschungel, glaube ich, ja. Ich glaube nicht, dass du da... Dein Onkel heißt Tim. Genau. Niemals. Und deine Tante, wie heißt die? Ich habe keine Tante. Meine Mutter hat nur einen Bruder. Was machst du beruflich, Maxim? Ich mache eine Ausbildung als Metallbauer. Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr. Okay. Hast du so Ziele im Leben? Auf jeden Fall nach der Ausbildung eventuell. Also da bei uns in Hildesheim gibt es eine große Firma, die nennt sich Salzgitter AG oder VW. Da möchte ich gerne mal rein. Boah, VW ist so ein richtiges... Also ihr kennt es wahrscheinlich nicht in Frankfurt, aber hier in Hannover ist so... Jeder Ausländer sagt, Bruder, nach Abitur, ich arbeite bei VW. Echt? So. Okay. Deswegen das ist auch so... Also ich kenne keinen Deutschen, der gesagt hat, ich möchte unbedingt zu VW. Aber... Ja, hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Ja, genau. Also ich glaub's ihm nicht. Ich glaub's ihm auch nicht. Ja, nee, ich glaube weder Tischtennis noch, dass da eine Verwandten so heißt. Aber ich fand ihn stärker als manche andere. Ja, ja, safe, ja, safe. Es gab safe, andere, die ein bisschen schwächer waren. Als er. Also als erstes voten wir Mitte raus, würde ich sagen, oder? Safe. Können wir Mitte nochmal das Mikro geben? Mitte hinten meinst du? Nee, hier Marvin Braun. Ich dachte, du meinst, ja, achso, Marvin, ja, Braun. Marvin Braun. Marvin Braun war einer zu viel. Marvin Braun war auch sauer. Rastel-Szenario, ja. Malik Baschtück, nicht Marvin Braun. Genau, er wollte ja... Stell doch ein paar Fragen, dann wisst ihr auch mehr über mich. Marvin, hast du Durst? Möchtest du was trinken? Ja, wenn ich hier durchtrinken darf. Ja, klar. Habt ihr was da? Nee, kannst du danach machen, wenn wir dich... Ich denke mal, wir bauen die jetzt raus, oder? Ja, ja, Marvin. Ja. Marvin, danke, danke. Sind wir uns einig? Da warst. Ja, absolut. Danke, dass du da warst, Marvin. Marvin Braun, hast du geil gemacht, aber müsstest einmal bitte raus. Also als nächstes rausvoten würde ich unseren 4-7er hier. Ja, 100%. Können wir 4-7 mal das Mikro geben? Hast du noch irgendwas? Plädoyer? Hast du irgendwo noch was zu sagen? Was wollt ihr denn wissen? Boah, das hat gereicht, Bruder. Du bist raus. Welche Sprachen sprichst du? Nur Deutsch. Ein bisschen Englisch. Englisch. Kannst du mal so einen kleinen Dialog mit Abdi führen auf Englisch? Wie heißt du nochmal? My name is Luis. Luis. How are you doing, Luis? I'm good, and you? I'm good. What are your hobbies and dreams? I sing and... You what? Singing. Singing. Yeah, sing me a song, you sing bro. In your free time, you sing. Yeah. Kannst du was vorsingen? Nicht jetzt. Hey, bro, try something for me. Sing. I'm really shy. Oh no, why shy? You're a German guy, you don't shy, man. Was wollt ihr denn hören? Auf irgendwas? Welche Sprache? Deutsch, Englisch. Du singst auf Englisch auch noch? Ja. Auch auf Kurdisch ein bisschen? Nein. Achso. Kann ich ja nicht. Okay, dann sing uns mal was vor. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst. Auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich. Nice, Dick, hey. Stark, dass, dass du Eier hat. Bewiesen hast, das war Respekt. Dafür, dass, ey, er hat sich getraut, ne? Wirklich, immerhin, das ist krass, immerhin. Das ist heftig, Digga. Oder er singt auf jeden Fall nicht auf Türkisch, nicht auf Englisch oder Deutsch. Er singt Türkisch oder sowas. Bist du gläubig? Ich bin Christ. Gehst du in die Kirche? Nee, eigentlich nicht. Gar nicht? Selten. Bist du früher mit deinen Eltern in die Kirche gegangen? So vor Weihnachten, dies, das? Meine Eltern generell doch schon, aber selbst sie gehen nicht mehr so oft. Beschreib mir einen Tag in der Kirche. Genau, genau. An was du dich erinnerst von früher? Das letzte Mal war vor 6 Jahren ungefähr. Wir sind reingegangen und da haben halt diese Glocken geläutet. Und da war halt dieser Pastor, wie der heißt. Der Pastor? Oder der wie der heißt? Ich weiß, wie man das nennt, sorry. Pfarrer. Und danach hat er Gebete Was? Gebete, also er hat was gelesen halt im Buch. Wir haben halt zugehört und dann auch mitgebetet. Ja, keine Ahnung. Kannst du ein Gebet sprechen? Ich kenne gar nichts. Als Christ? Bruder, Vater unser im Himmel, wie geht's weiter? Einsatz. Ja, ich weiß, ich kenne das, aber ich kann das nicht auch sagen. Vater unser im Himmel, irgendeine Line aus dem ganzen Ding. Nee, ich kann das gar nicht. Krass, okay. Und hast du Aktivitäten mit deinen Eltern gemacht? Habt ihr so Ausflüge gemacht? Ja, so in die Berge gewandert oder mal... In welchen Bergen? Wo?
Na, Bruder. Nein. Das ist viel zu der schwer. Ist, der ist Mager. Ich weiß nicht, wie die heißen. Petra. Irgend so eine Petra, Bruder. Das habe ich noch nie gesehen, Bruder. Der hat einfach seine Oma disrespected. Ah, das war der, wo das war dann der. Die Schuld in die Schuld. Und dann wurde. Ja, die ist tot. Nee, ohne uns, Bruder. Ich bin sehr, sehr nervös und ich weiß noch gar keinen Sinn, aber. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? 100%. Ja, ja. Erste Sekunde. Chris? Absolut. Also, ich glaube nicht. Okay. Dann müsstest du einmal bitte raus. Können wir ihm mal das Mikro geben, kurz in der Mitte? Oh, der ist schwer. Ey, Chris, da musst du rasieren, bitte. Weil den finde ich schwer persönlich. Weißt du, was K-Pop ist? Ja, kennt man halt. Ich glaube, das ist Musik oder Tanz. Auf jeden Fall irgendwo aus Asien. Kannst du tanzen? Ich kann nicht tanzen. Weil du bist voll Hip-Hop-lastig angezogen so. Ja, so ziehe ich mich halt an, aber ich kann halt nicht tanzen. Was machst du beruflich? Ich bin Anlagenmechaniker. Anlagemechaniker? Ja, bei meinem Vater in der Firma. Wie warst du in der Schule? Dachtest du dir, mein Vater hat eine Firma, ich gehe da rein und übernimm das irgendwann mal? Oder hast du Gas gegeben? Also ich sag, ich war nicht der Beste, war auch nicht der Schlechteste. Ich habe normal gemacht. Ich hatte eigentlich nicht vor, bei meinem Vater zu arbeiten, weil ich das erstmal nicht so interessant fand. Habe erstmal Fachabi dann angefangen, war dann nicht so erfolgreich und dann habe ich einfach bei meinem Vater angefangen. Also hat's nie Druck so? Nie so einen Druck in der Schule? Nicht wirklich. Das geht schon in eine gute deutsche Richtung. Kein Leistungsdruck, kein nichts. Das ist gut. Papa hat eine Firma, ich geh da rein. Nein, so Digga, ich sag dir ehrlich, am Anfang, der war null authentisch, aber jetzt ist er schon authentisch. Er wird authentisch. Ja. Leute, ich fühle den. Ey, nein, was machst du mit uns, Bruder? Wir dürfen nicht verkacken, Bruder. Ja, ja? Nein. Chris, bitte. Chris ist unser Joker. Er war's, Bruder. Riech mal an dich. Okay, du triffst dich mit einem Kumpel. Ihr sagt 17 Uhr, mach dir aus. Wann bist du da, wann gehst du? Ja, 17 Uhr, würde ich sagen, oder... Vielleicht ein bisschen später, je nachdem. Wenn ich vorher nichts zu tun habe, lege ich im Bett und dann denke ich mir auch manchmal, okay, mein Kollege ist vielleicht jetzt auch nicht so pünktlich, dann muss ich auch nicht schuldig. Das ist eigentlich sehr nicht deutsch. Mir ist das immer richtig unangenehm, wenn ich zu spät komme. Ich denke immer so, keine Ahnung. Ich brauche vielleicht zum Treffpunkt Viertelstunde und wir treffen uns 17 Uhr. 16:30 denke ich schon, scheiße, Mann. Ja, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht mit allen deutschen Freunden, die ich habe. Nein, immer. Boah, ich habe deutsche Freunde, Bruder. Ja? Ja. Frankfurter Deutsche, die sind ganz anders. Frankfurt ist ein eigener Planet, aber jetzt so... Boah, die sind anders, Bruder. Außerhalb von Frankfurt ist eigentlich so, dass die immer sehr, sehr pünktlich sind. Ich würde sagen, den behalten wir erstmal so als Favorit. Ich mag den. Fand ich bis jetzt ganz gut. Lass uns mal Max nochmal sprechen. Digga, den fand ich auch gut, Bruder, ja? Der war gut, aber dieses Grüß dich war too much. Das ist generell too much für mich. Der spielt eine Rolle. Ja, was wollt ihr wissen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr kulturelle Fragen stellen, weißt du? Ja. Was ist dir zu Weihnachten? Geld. Geld? Was? Was ist? Ach, Essen. Letztes Jahr haben wir Kaninchen gegessen. Kaninchen? Isst man das? Was? Kaninchen habe ich noch nie gehört. Bruder, der ist Ossi, Bruder. Ja, das ganz andere Welt, ne? Ja, das ist eine andere Sache, ne? Das ist anders, Bruder. Die Kaninchen Dinge, ist doch keine Kaninchen. Doch. Warte, meinst du generell nicht oder zu Weihnachten nicht? Allgemein ist man Kaninchen? Kaninchen ist schon so ein deutsches Ding. Also ja? So Wildschwein, Reh, Kaninchen. Das habe ich noch nie gehört. Was? Die Armen, Digga, voll süß. Ja, ich esse auch nicht. Tut mir auch leid, aber das kenne ich tatsächlich. Der so Chris, gut, dass er da ist. Ey, Max. Wildgulasch. Wenn du wählen gehst, was willst du? Ja, ich bin jetzt nicht ganz in der Politik drin und höre da eher so auf die Mutti, weil meine Mutti selbstständig ist. Oh, Mutti? Das heißt aber auch Deutsch am Bruder. Das hört sich auch deutsch. Weißt du? Was hat die denn gewählt? Das ist echt schön. Lass doch mal hinten links hören. Ja. Und links wolltet ihr unbedingt raus haben, ne? Scheiße, wird echt schwer. Chris, also ich sag mal so, der Druck steigt, ne? Ja, aber wie war dein Name nochmal? Ich bin Jonas. Das war der den Namen richtig rausgehauen hat. Genau. Wie heißt deine... Oma. Meine Oma war Birgit. Der Opa? Mein Opa ist André. Und dein Dad? Mein Dad ist Thomas. Deine Cousine war? Julia. Bruder, er ist gut. Er ist gut. Aber er ist Asiate? Er hat sich das alles so vorgesagt? Er kann sich das merken? Boah, der ist ready, Bruder. Er ist Asiate. Fotografisches Gedächtnis. Ja, genau. Er ist ready, Bruder. Das Preußen? Preußische Meer. Genau. Das Preußische Reich. Ah. Von wem wurde es damals angeführt? Weißt du, was Preußen überhaupt ist? Ja, Preußen, das war damals quasi das Deutschland. Also es war nicht Deutschland, aber die heutigen Gebiete, die jetzt Deutschland sind, das war damals Preußen, aber auch noch Teile von Polen gehörten auch dazu. Aber ich kann dir leider nicht sagen, von wem das angeführt wurde. Der ist aber schlau, Bruder. Der ist schlau. Das ist ehrlich schlau. Der ist schlau. Schlau. Aber von wem wurde das angeführt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weißt du das? Nein, Mann.
Aber wir hatten das alle im Unterricht. Safe. Wir hören das und vergessen das. Aber er kann sich noch ein bisschen mehr behalten. Er ist ready, Bruder. Jonas, guck mal. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt frage nach einem typisch deutschen Gericht, jetzt sag mir mal jetzt nicht so Schnitzel oder so, sondern sag mir mal so ein bisschen weirdere Kombinationen, so ein bisschen seltsame, aber die du vielleicht von früher kennst. Was hat Mama oder Oma vor allem? Hat Eintöpfe gekocht, Kartoffeleintopf, Linseneintopf, vor allem mit so einer Bockwurst und einem Brötchen. Okay. Sonst Nürnberger Würstchen mit Krautsalat. Mit was würdest du denn zum Beispiel Spargel essen? Spargel mit Kartoffeln und Schnitzel. Weiter. Spargel und was noch? Und Soße Hollandaise. Boah, schwierig, Alter. Alle machen es richtig gut. Als du Schluck auf hattest als Kind, was haben deine Eltern dir geraten? Entweder bis 100 zählen, meinem Bruder sagen, dass er mich erschrecken soll oder was trinken. Boah, Digga, meine Mutter hat mir immer gesagt, Koran lesen, ja? Ja, das ist schon ein Ding. Das ist schon ja, aber das kommt sehr nah, das hat meine Mama auch immer gesagt. Was, Koran lesen? Nein, so bis 110 oder erschrecken. Das hat Wow, die Entdeckerzone oder so hat irgendwas das mal gesagt. Deswegen kenne ich das auch. Artetek, kennst du Artetek? Ja, das lief früher mal auf Super RTL. Was war immer diese eine Sache, die man nie zu Hause hatte? Denkweiß hatte man immer genug, weil das durfte man nicht benutzen. Nein. Eine Sache gab es, die du nicht zu Hause... Die hast du für jeden Scheiß gebraucht, die hast du aber nicht daheim gehabt. Nicht zu Hause gehabt. Du wolltest alles nachmachen, kannst du aber nicht. Diesen Kleber, den hatte man nie. Ja, wie heißt der? Wie heißt der? Das war so ein weißer, ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie der heißt, aber es war so ein weißer Kleber. Okay, das ist der weiße Bastelkleber. Weißer Bastelkleber, den hatte man nie. Du wolltest alles nachmachen. Aber was hat er gesagt mit Deckweiß? Was war das? Keine Ahnung, ich glaube, das war das. Was hast du da mit Deckweiß gesagt? Also meistens durfte man in der Schule kein Deckweiß benutzen, deswegen hatte man das immer zu Hause rumliegen. Er geht immer wieder auf Schule, da kommt wieder das Asiatische. Er mag Schule. Er mag Schule. Du hast dein Abi gemacht, oder? Ja, genau. Mehrmals. Mit 14. Krass, Alter. Bro, lass uns doch mal zu Maxim nochmal gehen. Ja, Maxim. Stimmt. Wir verschwenden zu Maxim. Gehen wir mal Maxim kurz das Mikro. Maxim, ich habe kein Geld gerade. So, und ich gehe zum Bäcker und sag, ich brauche 2,50 Euro. Ne? Du gibst mir die 2,50 Euro und dann? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich die nächste Mal wieder zurückhaben will. Aber das ist ja auch klar, dass so eine Antwort kommt. Ja, genau. Das war jetzt klar, dass so eine Antwort kommt. Die Handy gespielt, also natürlich würde er sagen 2,50 Euro. Aber genau das ist ja die Frage, ein Deutscher würde das nicht sagen. Weil das ist ja krampfhaft deutsch einfach. Ja, das ist dieses Kriegs. Das sind einige schon... Findest Deutsche du? Sind schon sehr... Findest ich, du? Ich kenne... Mittlerweile finde ich nicht mehr so. Würdest du die 2 Euro... Warte, Chris. Wenn du mir 2,50 Euro leihen würdest... Ja. Du würdest sagen, gib mir die zurück? Nein, das würde ich nämlich nicht sagen, aber ich unter den Fingernägeln würde es kitzeln, dass ich dir 2,50 Euro geliehen habe. So, krass. Ich bin so ein kleines bisschen, krass. Ich bin so ein kleines bisschen geizig. So. Aber ich habe einen Kumpel, ich geb dem Döner aus und der überweist mir per PayPal 5 Euro. Okay, krass. Wärst du auch so? Wenn ich sage, ey Bro, Chris, nimm den Döner hier für dich. Hättest du gesagt, ey, ich kann, nein, zurück damit. Das ist schwierig so. Also, doch, schon. Ja. Wirklich. Digga, manchmal, es geht um 1-2 Euro und ich sehe bei meinem PayPal-Ding, mein Kollege schickt mir rüber hier Tankgeld. Wow. Krank. Wow. Das ist ehrlich heftig, das Bruder. Das ist für mich Kulturschock, Bruder, wirklich. Das ist aber so. Das ist so für mich krass. Beim Leben, aber auch gleichzeitig beim Geben. Ja. Krass, genau. Also man darf nur nicht sagen, dass sie sagen, ich will mein Geld zurück, sondern geben die auch direkt dein Geld zurück. Ja, genau, das muss man dir geben. Alles klar, das stimmt, okay. Was ist Kaiserschmarrn, Maxim? Kaiserschmarrn ist so ein Gericht, das ist halt, wie nennt man das? Ist halt Hackfleisch, so geformt wie halt... Sagt der Hackfleisch zu Hackfleisch? Nicht sagen, weiter. Das schiebt man halt in den Ofen. Hackfleisch schiebt man in den Ofen. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Kennst du Kaiserschmarrn? Ich hab das auch nicht. Das ist eher was Österreichisches, oder nicht? Nee, München, oder? Ich würde es auch in die Richtung Österreich, aber in Deutschland kennt man es auf jeden Fall auch. Ja, ich kenn's nicht zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall alles nur kein Hackfleisch. Ja, es ist keiner Fleisch. Das ist was oder ist es? Ja, es ist ein Pfannkuchen eigentlich. Ja, Pfannkuchen nur so klein geschnitten. Genau. Okay. Kaiserschmarrn. Puderzucker drauf. Lecker. Also wenn wir uns für einen entscheiden müssten, würde ich Maxim rauswählen. Direkt. Maxim muss raus, ja, würde ich auch sagen. Passt nicht mehr. Mm-mm. Sind wir uns einig? Habt ihr noch so eine Kopfschussfrage, Chris? Boah, was für Kopfschuss. Wie oft gehst du zum Friseur? Pro Monat einmal? Mein deutscher Freund geht pro Monat einmal. Ja, ich gehe sogar noch weniger. Okay, ja. Bruder, du bei dir kratzen 2,50 Euro unter den Fingern, Bruder. Dass du überhaupt zum Friseur gehst, das ist hart, Bruder. Das solltest du nicht sagen. Das denke ich mir. Durch Ahmed, so Ahmed, er geht, oder bei euch ist wahrscheinlich auch so, voll oft zum Friseur. Ja. Verhältnismäßig so. Und ich denke mir so, Maschallah, ist das geil, so dass ich nicht so oft zum Friseur muss, weil ich so viel Geld dadurch spare. Wie oft ihr geht? So alle 2 Wochen oder so? Ich gehe alle 8-10 Wochen oder so. Und das regt mich schon auf. Krass. Dass ich jetzt wieder 15 Euro bei dem lassen muss. Einfach nur, dass er denselben Haarschnitt macht Chris, wie immer. Chris, Maschallah. Chris, was sagt man, bevor man was isst? Bismillah.
Ich muss immer so lachen, wenn er das sagt. Bismillah. Digga, jedes Mal. Maxim. Okay. Aber trotzdem raus, ja, würde ich sagen, oder? Ich würde auch sagen, ja. Okay, Maxim, hast du gut gemacht, aber wir müssen einmal bitte raus. Okay, Jungs, als nächstes wollten wir wen raus? Ich würde mal mit Mitte reden jetzt. Rechts hat gerade gut überzeugt. Ja. Mitte, wie war nochmal dein Name? Alex, würdest du jetzt von dir selber behaupten, du hast einen sehr deutschen Haushalt? So im Vergleich zu meinen ausländischen Freunden halt, auf jeden Fall. Wart ihr schon mal im Hotel im Sommer irgendwo? Nee, weil da ist halt, wir machen ungern in Hotels, weil da ist so das Ding, also mein Vater sagt das immer, dass da man bis, keine Ahnung, 10, 11 Uhr oder sowas nur frühstücken kann oder so. Und wir schlafen halt gerne aus, wenn wir Urlaub machen. Und dann wollen wir nicht gezwungen sein, zu irgendeiner gewissen Uhrzeit, um Essen zu bekommen, aufzustehen. Okay, und was waren deine Kindheitshelden? Boah, Kindheitshelden. Cristiano Ronaldo. Ja, weiß ich nicht. Nichts in Cartoons oder sowas? Hattest du da nichts? Ich durfte nicht SpongeBob und sowas gucken, weil das halt verblödet, sagt meine Mutter. Boah, vielleicht ist er doch Asiate. Gibt mir gerade so ein bisschen so weit. Schwierig, wirklich. Bruder, ist ehrlich schwierig nach ihm, gell? Boah, aber alle drei sind krass. Alle drei, ey, ich schwöre, Respekt an euch, Digga. Ihr seid baba-deutsch, ja? Integration hat funktioniert bei euch, Jungs, Digga. Ich schwör's euch. Wie ist nochmal? Wie ich hieß? Max? Max. Max, wie sieht dein Freundeskreis aus? Ja, mehr deutsch. Aber es gibt auch schon ein, zwei, drei Ausländer. Welche Ausländer? Türken, Italiener. Kannst du irgendwas auf Türkisch durch deinen Freundeskreis? Ja, so Standard. So wie Wallah, Tamam, Selam Aleikum. Sonst, das war's auch wieder. Boah, ich denke irgendwie, das ist aufgesetzt manchmal in gewissen Punkten. Boah, weiß ich nicht. Das ist das Ding, aber er zieht das so krass. Aber es wirkt schon authentisch. Da hat er das perfekt gemacht, gerade wenn es aufgesetzt war. Ist das mit Wallah, Salam Aleikum. Salam Aleikum. Das war hart, Bruder, ja? Schwierig, wirklich. Du, Jonas, was hast du für Freunde? Zur Amleihung. Ich habe eigentlich nur deutsche Freunde. Nur deutsche Freunde. Wie kommt's? Durch die Schule habe ich überwiegend Kontakt mit Deutschen und deswegen habe ich auch überwiegend deutsche Freunde. So lame, oder nicht? Wen guckst du auf YouTube außer Nahim Sky, den besten YouTuber der Welt? Ich gucke nicht so viel YouTube, guck eher Netflix. Der ist Cap. Wie, der guckt kein YouTube? Warum steht er denn hier? Ich habe ja gesagt, außer dich. Deine Cappy, kann ich mal deine Cappy sehen? Komm mal ein bisschen näher ran, ja, komm mal ran. Kann ich mal haben? Man sieht gar nichts, ja? The future is yours. Du bist jetzt ehrlich dran riechen? Dann riech doch mal in den Kopf, ja? Riech doch in. Ich dachte für dich. Ja. Riecht das nach 2,50 Euro zurückfällern? Das ist weird, ich kann es nicht sagen, aber riecht nicht deutsch. Deutsch, kann ich auch mal schnuppern. Weißt du, nach was ich gesucht habe? Nach so einem frischen Dusch, das so ein Basic 1,95 Euro Haarwaschmittel, so Shampoo. Ist noch komisch. Digga, das riecht voll deutsch, Bruder, ja? Was? Ich schwör's dir. Nein, das riecht warm irgendwie. Weißt du dieses? Bist du auch mal, oder? Muss ich sein. Okay, krass. Ich habe ganz viele Kollegen, so die haben alle so, kennt ihr dieses ganz normale Dusch, das, dieses Shampoo, dieses Blaue oder so. Ich konnte nichts mit dem Geruch anfangen, sag ich dir, wie es ist. Aber danach riechen alle so. Ich habe so Kollegen, die benutzen gar kein Parfüm so, die nehmen einfach nur das und die riechen komplett danach. Okay. Wie fandst du gerade die Aktion? Also, ist ja okay, aber das Riechen war etwas komisch. Ja, okay. Das war sehr komisch. Ich entschuldige mich für meine Jury-Kollegen hier. Tut mir leid. Alles gut. Also ich fand, du hast nicht gestunken, Bruder, weißt du? Hä? Und was ist das jetzt für eine Aussage? Bruder, es war... Ausländer stinken? Nein, um Gottes Willen, Bruder. Ja, aber es war clean, Bruder. Es war clean. Hat nur nach Deutsch gerochen, Bruder. Wie riecht denn Deutsch? Clean, Bruder, ja? Oder? Ich weiß nicht. Boah, wie riecht Deutsch, Bruder? Keine Ahnung. Wie sieht die deutsche Flagge aus? Schwarz-Rot-Gold. Es wäre hart, wenn das jetzt jemand nicht beantwortet. Bro, ich bin gerade ein bisschen... Lass so ein bisschen, ne? Ein bisschen sehr... Das Ding ist, ich weiß nicht, welche Frage ich stellen soll. Ja, um es herauszufinden, weißt du? Also klar, man kann jetzt so Basic-Fragen stellen. Warte, ich habe noch eine Frage an euch. Max. Was für Mucke hat deine Mutter oder dein Vater gehört? Meine Eltern hören beide Rammstein. Dein Vater hat Rammstein gehört? Mein Vater immer noch. Und deine Mutter auch? Meine Mutter auch, ja. Frag mal direkt an Alex. Was haben deine Eltern für Mucke gehört? Also meine Mutter, die ist, also Musik, weiß ich, meine Mutter hört keine Musik. Ich, ja,
Mein Vater, der hört auch Rammstein, aber auch so sowas wie Anti-Held, Milliarden. Also das sind so Bands, die man eigentlich nicht so kennt. Bruder, Rettungsantwort, auch Rammstein, das nehmen, was er aufgefasst hat. Und der Rest, meine Mutter hört nicht so Musik. Ja, nee. An Jonas. Okay, von Mitte trennen wir uns. Jonas, was haben deine Eltern gehört? Also meine Mama hört ganz viel Schlager. Helene Fischer, Andrea Berg, Wolfgang Petri. Andrea Berg, Wolfgang Petri, das ist absolut mein Dad. Aber es sind auch so Basic-Antworten, weiß nicht. Also ja, aber Andrea Berg. Andrea Berg, Helene Fischer ist so richtig Standard. Andrea Berg würde ich nicht sagen, aber kenne ich. Und wenn ich kenne, ist so basic, Bro. Rechts kann Petri kenne ich auch. Ich glaube auch, bin ich mit dir, Digga. Wie oft isst ihr am Tag? Das kommt immer drauf an. Mein Papa ist immer oft arbeiten. Das heißt, wir essen mit ihm meistens nur Abendbrot. Aber in der Regel 3-4 Mal. Manchmal am Wochenende gibt es immer noch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Ja. Okay. Was sagt ihr? Ich bin bei links mittlerweile. Ich bin bei links. Du bist auch bei links? Ich bin auch bei links. Ich bin auch bei rechts raus. Wo bist du? Nein. Rechts raus. Rechts raus, ja. Habe ich kein Problem mit. Rechts raus? Ja, rechts raus. Sonst kommen wir ja nicht weiter, ne? Sonst kommen wir nicht weiter, ja. Hast du sehr stark gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Also ich sag euch ehrlich, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie... Yes, wir haben den schon gekickt, den richtigen? Ja, ich weiß nicht. Boah, ich sag, das ist so eine schwere Folge. Weil Max war mit Grüß dich, das war ein bisschen too much. Das war viel. Ja. Das, meinst du, der, den wir gerade gekickt haben, aber der ist... Ja, irgendwie, er hat nichts falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht, aber... Das ist positiv. Wir können Nationalitäten hinter so einem Morphsuit einfach nicht ablesen. Ja. Das heißt, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist gleich. Ja. Weißt du? Gute Message. Das ist die gute Message. Das wenn wir verkacken sollten. Ja, ja. Wenn wir gewinnen, dann so. Wir haben es gewusst. Das schreie ich richtig, Bruder. Haben es erkannt. Das ist eine Errungenschaft. Also ihr beide seid für rechts, ne? Ja, jetzt bin ich mehr für rechts, glaube ich. Wo bist du? Abdi und ich sind ja bei links. Genau. Naim ist rechts. Also ich... Aber links ist auch... Ich würde gerne mit beiden noch reden, Bruder. Ich will die anfassen auch und so. Ich sag dir ehrlich. Geh hin, berühr. Kann ich die anfassen? Ja, berühr. Jungs, darf ich euch anfassen? Wenn die es zulassen? Ja. Aber, also... Hat jemand ein Lineal, ja? Kurz abmessen da unten. Markierung ist bei 3 cm. Ja, stabil, ja? Zeig mal Brustmuskel, stabil, ja? Stabil, ja? Stabil, ja? Der ist stabil, ja? Zeig mal hier. Oh, Dresden, wie geht's alle, ja? Zeig mal. Oh, stabil, ja? Mhm. Okay. Lass mal dein Knie gucken kurz. Mhm. Wer ist es? Oh nein, beide sind deutsch, Bruder, ja? Beide deutsche Eichen, wirklich, ja? Deutsche Eichen. Scheiße, Mann. Ey, warum macht ihr es so schwer, ey? Wir sind beide krass, Bruder, wirklich. Scheiße, willst du mal vielleicht nach vorne gehen anfassen? Ja, was soll ich anfassen? Ich weiß nicht. Ich kann ihm die Hände schütteln, aber das sagt ja auch nichts aus. Doch, eigentlich schon. Boah, doch. Doch, mach mal, schüttel mal deine Hände. Jetzt haben wir verraten. Boah, schwierig. Der lässt sich los, warum? Der ist gar nicht mehr los, Bruder, riecht abgedrückt. Vom Gefühl. Was sagst du? Also, ich würde vom Gefühl her sagen, links, Max. Es war so ein richtig deutscher, fester Handgriff. Man kann nicht sagen, dass rechts jetzt weniger doll gedrückt hat, aber bei Max hatte ich dieses. Ich hatte es im Gefühl so. Ja, das hat, irgendwas also hat das entfesselt. Das war ein Zusammenschluss von zweier Deutschen. Lass mal überlegen, Jungs. Lass mal kurz überlegen. Deutscher Zusammenschluss gerade. Von wo könnte er diesen ostdeutschen Dialekt haben? Ja, wenn er da aufgewachsen ist, aber Migrationshintergrund hat. Er kennt sich aus. Meinst du, der ist so Polo oder wie? Kann auch sein. Ey, Max, was guckst du auf YouTube, Bro? Außer Naim, den besten YouTuber. Ich weiß gar nichts, weiter. Ich gucke eigentlich wirklich nur Naim. YouTube will ich nicht so. Dann gute Entscheidung. Netflix, gute Disney, Entscheidung. RTL Plus. Was machst RTL du? RTL Plus? RTL Plus ist gute Antwort, das Bruder. Das mag ich. Das mag ich auch, Bruder. Mit der Freundin halt dann
zusammen, ja. Was machst du da auf RTL Plus? Mehr so das Gucken, was meine Freundin guckt, so Reality-Shows. Leute, bin ich dumm oder macht der das manchmal verstärkt, dieser Dialekt? Und jetzt ist es sehr leicht? Ja, schon. So ein bisschen hier und da. Oder es kannst du. Dazu muss ich sagen, meine Eltern. Aber vielleicht ist er einfach nervös. Vielleicht ist er nervös. Nein, ich denke, das ist normal, Bruder. Ja, das ist auch normal. Ich muss auch dazu sagen, meine Mutter gerade, die hat mich auch viel dazu getrimmt, vernünftig und ordentlich zu reden, weil ich muss sagen, in Halle, das ist, sagt man schon, dieses Ossi-Hallisch, das kommt schon oft assig rüber. Ich finde es interessant, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich feiere das auch, wenn Leute hessisch reden, Digga. Das ist beeindruckend. Meine Mutter sprach. Weißt du, Frankfurter Rindswurst, Digga, ich feiere das, Bruder, ja? Warst du früher kriminell? Ja. Du warst kriminell, was? Gell? Ich war mal, ja. Ich hab das rausgehört, ja? Wie kriminell? Was hast du denn gemacht? Du warst ein Drogentyp, gell? Ja. Okay, okay. Achte mal auf die Körpersprache. Ich finde, das wirkt sehr deutsch. Sahst du? Nein. Nein. Bewährung? Ja. Wie lange? 2 Jahre. Boah. Das ist viel, was er uns hier preisgibt gerade. Ja. Weißt du, Jungs? Ja, ja. Das ist stark. Das ist viel, was er uns hier preisgibt. Bruder, ich habe mich entschieden gerade, ja? Ich mich auch. Ich gehe mit links, Bruder. Ja? Ich gehe mit Max, Bruder, ja? Ich gehe auch mit links. Rechts gibt mir so russische Vibes. Ja, ich gehe mit links, 100%. Das ist eine spannende Folge, der Deutsche entscheidet. Was sagst du? Ich bin absolut links aktuell. Rechts ist schwarz, ich tendiere wieder zu schwarz. Schwarz? Ich sag russisch, Bruder, ich tendiere wieder zu russisch. Auf jeden Fall ist links deutsch, sagen wir. Ich sag links ist deutsch, stark. Ja, guck mal, er wippt immer noch. Okay, dann sind wir uns einig. Ja. Okay, das heißt, wir denken, Max sagt die Wahrheit, du müsstest dann einmal bitte raus. Dann machen wir jetzt die Auflösung. Wir machen die Auflösung so, dass sie nacheinander deren Morphs jetzt ausziehen werden. Geil. Und dann sehen wir. Digga, ich bin dick gespannt. Ich auch. Ja, weil es schwierige Folge ist, Bruder. Das ist krank gewesen. Stark. Alter, das ist ja ein richtiger Max. Ey, das ist heftig, Bruder. Das war so schwer. Der sieht aus wie Joko und klar, wie Joko. Jetzt frage ich mich, wo ihr alle wirklich herkommt. Wir können ja mal bei vorne rechts hier starten. Okay, ich bin Kode. Nicht 19 Jahre alt, sondern 18 Jahre alt. Ich heiße in echt nicht Marvin Braun natürlich, ich heiße Dijan. Dijan Hassan. Genau, so. Baba, Junge. Hast gut gemacht. Genau. Genau, meine Eltern kommen aus Vietnam. Krass! Oh, krass! Für dich Applaus! Aber ey, du warst heftig! Hat er richtig stark gemacht. Der muss Latino sein, oder? Ja, also ich komme aus der Dominikanischen Republik. Oh. Eigentlich so gut wie alles war, nur halt, dass ich halt nicht aus Deutschland komme. Also meine Mutter und ich sind da geboren, mein Bruder auch. Mein Vater ist Deutscher und wir sind seit 2010 in Deutschland. Du hast ja Spaß! Du hast Kacke gelabert! Wir haben so Bullshit gelabert. Ich bin Ali. Wow. Ich komme aus Salzgitter Lehmstedt und es war bei mir komplett alles gelogen. Was bist du für ein Landsmann? Türke. Türke, krass, heftig. Und unser Kurde? Ich bin kein Kurde, ich bin Deutscher, nein.
Ich bin Yusuf, ich bin 19, komme aus Bremen. Was bist du für ein Landsmann, Bruder? Ich bin Türke, Araber aus Mardin. Krass, Digga, heftig, Digga, ja? Und bei dir hat alles gestimmt. Ja, ich bin Max, 26, bin Deutscher. Heftig, ja. Ja. Kannst du das auf Ostdeutsch nochmal wiederholen? Nee, das geht nicht auf Knopfdruck. Das ist halt wirklich so, auch wirklich von meiner Mutter damals hier drin. Die soll vernünftig reden, ordentlich reden. Krass, heftig, heftig. Der isst Kaninchen zu Weihnachten, Jungs, gell? Das habt ihr ja nicht vergessen, Bruder. Wenn man so groß wird, gell, ich esse nur noch Kaninchen, Bruder. Ja, ja. Aber auch erst heftig. Seit letztem Jahr durch meine Freundin kommt das, weil die Mutti ihr eigenes Restaurant hat und da wurde ich auch erst dann so rangetestet. Ja. Max, gut gemacht, Digga, ja? Nice. Aber. Okay, ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Folgt mir gerne auf TikTok, ich heiße Dijan Smalls, DJAN.SMALLS. Ich grüße Lou und David. Ich grüße meine Kollegen Heugen und Berhan, meinen kleinen Bruder Nico und ihr könnt mir gerne auf TikTok folgen, da heiße ich Alex Plan C, falls die ersten beiden Pläne halt nicht klappen. Ah, geil, cool. Intelligent. Ich grüße erstmal ganz Lehmstedt. Und ich heiße auf Instagram _Sifferdokus. Ja, ich grüße meine Freundin und heiße auf Instagram Tesh 061. Nee, falsch, Tesh _061. Wird eh eingeblendet. Ihr könnt mich gerne auf Instagram und TikTok folgen. Auf TikTok heiße ich Yusuf2809 und auf Instagram Yusuf Singer. Nice. Ja, checkt die auf jeden Fall aus. Ganz wichtig, checkt die Jungs auch bitte aus. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung. Die Outfits, wie ihr seht, kommen am 4.6. online bei Sidejeans. Ihr könnt Sidejeans schon mal auf Instagram folgen. Wird auf jeden Fall die größte Kollektion, die es je gab. Würde mich freuen, wenn ihr es auf jeden Fall auscheckt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.